Hello und Alaf hier aus Misiones, Argentinien. Heute ist Rosenmontag und in Argentinien hier bei uns ist heute Feiertag. Und wir haben sogar morgen auch noch Feiertag hier. Also gleich zwei Tage extra frei. Hier auf dem Land kriegen wir nicht viel mit von dem Karneval. Das wird, also hier sieht man eigentlich gar nichts davon, aber in den größeren Städten, da wird das schon zelebriert hier in Argentinien. Also wird schon gut gefeiert jetzt die nächsten zwei Tage. Aber wie gesagt, hier bei uns auf dem Land kriegt man nicht viel mit davon. Heute für euch im Messer-Review das Mora Companion. Schönes kleines Scandi-Messer. Wie immer, kurzes Intro und dann gibt es die Details. Bis gleich. Ich habe euch eben gesagt, dass heute Rosenmontag ist. Falls ihr dieses Video hier erst am Dienstag auf YouTube sehen solltet, dann lag das daran, dass wir heute Abend kein Internet hatten. Also wir haben für heute Abend Gewitter hier angesagt. Und wenn es hier bei uns in Argentinien oder hier, wo wir sind, Gewitter gibt, dann ist ein Stromausfall sehr wahrscheinlich. Und Stromausfall ist gleich WLAN weg, also kein Internet mehr. Also nicht wundern, wenn ich gesagt habe, wir haben heute Rosenmontag und ihr seht das Video erst am Dienstag. Dann hat das mit dem Hochladen nicht funktioniert und hat erst am nächsten Tag oder Stunden später geklappt. Gut, Mora. Das Mora Companion. Schauen wir uns das Ding mal genauer an. Das Messer hier ist hergestellt in Schweden. Ich hoffe, dass man das irgendwie erkennen kann. Und die Klinge besteht aus Carbonstahl. Das bedeutet, dieser Stahl hier ist rostträger, aber nicht rostfrei. Also das Messer kann anlaufen, das kann rosten oder eine Patina bekommen. Bedarf also immer etwas Pflege. Dieses Messer hier ist noch nicht viel benutzt, das sieht man schon, das ist noch relativ neu. Das Messer ist relativ einfach gehalten, ist komplett aus Kunststoff, beziehungsweise die schwarzen Einlagen hier in dem Griff, die sind gummiert, also das ist wie so eine Art Gummi. Die Klinge hat eine Länge von exakt 10 cm und die Gesamtlänge von dem Messer ist 22 cm. Also mit anderen Worten, dieses Messer hier fällt nicht unter das Führungsverbot in Deutschland, unter dem Paragraph 42a. Das bedeutet, ihr könnt dieses Messer mit euch führen. Problemlos mit euch führen. Das Teil hier ist ein guter Begleiter für Camping, Outdoor-Aktivitäten, Angler. Also das Messer ist super geeignet für Schnitzarbeiten, für Brotzeit herrichten, einfach nur das Essen herrichten, Salami schneiden, weiß der Teufel was. Also nichts für grobe Arbeiten, Holzspalten oder sowas, aber für alles andere, so für feine Arbeiten, Essen herrichten, ist das hier wirklich eine gute Wahl, das Teil. Die Klinge ist relativ dünn, mit nur knapp 2 mm. Und das ist halt der Grund, warum dieses Messer hier mehr so für Schnitzarbeiten, Essen herrichten und so geeignet ist und weniger zum Holzspalten. Das ist wirklich ein super Messer für wenig Geld. Das Teil kostet im Schnitt so zwischen 15 und 20 Euro. Ich verlinke euch das natürlich bei Amazon und dann könnt ihr dabei Interesse zuschlagen. Einfach auf den Link klicken und wenn ihr das Messer haben möchtet, einfach kaufen bei Amazon. Das hier ist ein Messer, was man mehr als einmal haben kann. Also das ist wirklich ein super Teil. Eine Alternative zu dem, da komme ich jetzt nur so am Rande drauf zu sprechen, eine Alternative zu dem wäre jetzt hier das Universalmesser von Fiskars. Ihr seht schon, dass da die Klinge sehr ähnlich aufgebaut ist, nur der Griff hat eine leicht andere Form. Das Messer hier ist noch günstiger, allerdings finde ich das vom Design her nicht so schön wie das Mora. Also das Fiskars Messer hier ist wäre eine Alternative zu dem. Leider habe ich die Scheide von dem nicht mehr, sonst würde ich euch die noch mitzeigen. Die Scheide funktioniert auch relativ praktisch, also man kann das Messer einfach reinstecken, aber ist nicht so schön gemacht wie die hier mit dem Clip hier hinten. Die hat zwar auch hier so eine Schlaufe für den Gürtel, aber das ist ganz dünnes Material, also die Scheide ist nicht so schön von dem hier. Aber das wäre eine Alternative zu dem Mora Messer. Übrigens, für Angler oder so interessant, das Fiskars Messer schwimmt.
Also wenn ihr das ins Wasser schmeißt, dann treibt das mit dem Griff nach oben auf der Wasseroberfläche. Also das geht nicht unter. Im Gegensatz zu dem hier. Ich habe das eben noch vor einer halben Stunde probiert. Ich habe hier eine Wanne mit Wasser gehabt und habe das da reingeschmissen. Das Ding geht unter wie ein Stein. Also ins Wasser schmeißen, das Ding geht unter, das hier schwimmt. Obwohl es jetzt in diesem Review nicht um das Fiskars-Messer geht, packe ich euch trotzdem das mal mit in die Videobeschreibung mit rein, den Link dazu, falls ihr da Interesse dran habt. Wie gesagt, das ist auch ein schickes Messer, ist auch ein tolles Teil, aber das hier ist für meinen Geschmack noch ein Tick schicker. So. Mora Compagnon. Super Messer für den Alltagsgebrauch, für die Küche, für Camping, Outdoor, Angeln, Schnitzarbeiten, Daumen hoch, super Teil. So, liebe Leute, das war heute das Mora Compagnon im Messer-Review hier bei Messer und Werkzeuge. Wie gesagt, schönes kleines Scandi-Messer, gutes Allzweckmesser, sehr gut für Camping, Angeln, Outdoor. Die Klinge ist relativ dünn, also das ist sehr, sehr schneidfreudig, dieses Teil. Ist ein gutes Schnitzmesser, ist gut für Brotzeit herzurichten. Nichts fürs Grobe, also fürs Holzspalten oder sowas in der Richtung, aber für alle feinen Arbeiten oder Essen zubereiten ist das hier ein super Messer. Vor allen Dingen bei dem Preis sehr günstig. Wie gesagt, Verlinkung ist in der Videobeschreibung bei Amazon mit dabei. Dort könnt ihr ganz bequem auf den Link klicken und euch das Messer bestellen, wenn es euch denn gefällt. Kurze Zwischeneinblendung. Ich bin gerade dabei, das Video zum Schneiden. Fast immer zum Schluss fällt mir irgendwie auf, dass ich irgendwelche Dinge oder irgendwelche Informationen vergessen habe. Genauso heute auch. Deswegen mache ich jetzt eine kurze Zwischeneinblendung. Was ich sagen wollte ist, bei den anderen Videos von mir, schaut immer mal in die Videobeschreibung mit rein, wenn ich irgendwas vergessen habe, eine Information zu irgendeinem Messer oder zu irgendeinem Werkzeug, dann packe ich das manchmal mit in die Videobeschreibung noch mit rein, als Nachtrag. Also das ist in dem Video dann vielleicht nicht mit drin, aber in der Beschreibung. Der zweite Punkt ist, den ich heute vergessen habe, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren, ihr könnt das Video gerne teilen und Daumen hoch da lassen. Danke und bis zum nächsten Mal. Viele Grüße hier aus Misiones Argentinien. Ciao, ciao.